Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Austria 9 Shorts Talk & Cut. Heute zu Gast Miriam Becker und Michael Grenn, die das Musikvideo zu Galaxy von der Band I'm Serious gemacht haben. Und weil ich es gleich mal angesprochen habe, wie ist das Arbeitsverhältnis zwischen euch und wie war das mit den Künstlern, also mit den Musikern? Also zwischen uns ist es so, wir haben schon mehrere Musikvideos zusammen gemacht, das heißt das vierte. Ja, wir haben schon in unserer Studienzeit angefangen, Musikvideos zu machen. Wir haben zwei gemacht für eine britische Band, Superman, und eine für Texture Orange, eine österreichische Band, und jetzt eben das für I'm Serious. Und unsere Videos sind halt immer zu einem Teil zumindest animiert. Mhm. Also eben jetzt, das Galaxy ist halt eine Stop-Motion-Animation, also ein Einzelbild-Verfahren gemacht. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, oder? Ja, schon. In dem Projekt haben wir insgesamt 9 Monate gearbeitet. Ja. Aber davor auch schon eben an einem der Musikvideos. Also das ist nicht das erste Mal, dass es so lange gedauert hat. Mhm. Also Memory von Superwoman hat auch 9 Monate gedauert. Okay. Das sind halt immer so Geburten. Und bei Galaxy, also das reine Drehen, haben wir 5 Monate gebraucht, oder? 5 Mal. Nur drehen. Wahnsinn. Ja. Und der Rest war halt die Geschichte überlegen und das ganze Set bauen und die Gruppe bauen. Das ist ja alles handgemacht. Mhm. Kommen die Bands dann auf euch zu und sagen, wir brauchen ein Musikvideo, wir wissen, ihr könnt das gut, macht das für uns? Ja, also es hat damit angefangen, dass wir in einer Lehrveranstaltung ein Musikvideo gemacht haben. Also eigentlich kam, wie soll man sagen, es war nicht offizielle Musikvideo, wir haben einfach ein Lied genommen von Superwoman, ein altes eben, mhm. und haben dazu eine Animation gemacht und das auf YouTube gestellt, und die sind dann auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir nicht Lust hätten, ein Musikvideo für sie zu machen, und so hat das eben alles angefangen. Also dass dann eben danach Bands auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir nicht Lust und Zeit hätten. Das war von uns nie beabsichtigt oder gewollt, oder? Also dass wir halt da reinrutschen. Natürlich ist es super, aber wir hätten nicht damit gerechnet. Wir haben es einfach nur auf YouTube gestellt, weil wir dachten, vielleicht sieht es bei dem es gefällt und die letzten sind netten Comment oder so. Mhm. Aber das ist halt die Band selbst, die uns dann fragt, ob wir nicht das machen. Das hat der Band gefallen und die dann netten Comment. Ja, genau, ja. Und das ist auch das erfolgreichste Video von der Band geworden, das es gibt, und uns auch ein paar Preise gewonnen. So. Ja, also das war unsere allererste Arbeit, seit wir nie gedacht. Cool. Ja. Das ist eh angesprochen, Lehrveranstaltung, gibt es gemeinsam studiert. Mhm. Ja, wir waren an der Fachhochschule St. Pölten und haben dort Medientechnik gemacht, also 5-jährige Ausbildung, 3 Jahre Bachelor und 2 Jahre Masterstudium. Wir waren im Juli 2010 fertig. Und dann gleich angefangen mit Galaxy. Mhm. Und haben wir das Ganze gebraucht. Und was macht sie jetzt? Also ich bin jetzt gerade in London, ich studiere dort noch 2 Jahre Animation am Royal College of Art. Ja, also ich habe jetzt gerade erst im September begonnen. Und ich bin selbstständig als Filmemacher, Animator tätig und ja, möchte auch ein bisschen vielleicht mehr in Richtung Spielfilm und Realfilm gehen. Und das halt alles wirklich ausmachen. Gibt es ja schon entsprechende Projekte, also Sachen, die nicht nur Musikvideos sind? Nicht nur, in Anführungszeichen. Das soll jetzt keine Herablassung sein, oder sonst was. Naja, wir haben ja dieses, das letzte Musikvideo ist ja auch ein Kurzfilm, also da gibt es eine zweite Version, die wir, ja, die parallel gezeigt werden, und ich glaube, das funktioniert ja ganz gut so. Und also das ist halt dann ohne Musik, nur mit Geräuschen. Genau. Das funktioniert trotzdem gut. Ja. Und ich meine, ich arbeite jetzt an der Uni an eigenen Projekten, also von so einem Film an. Dann gibt es halt also Werbungen machen zum Beispiel, oder es gibt so ein paar interessante Projekte am Horizont, also eine Spielfilmproduktion, eine englisch-amerikanische, wo wir gefragt wurden, ob wir für eine Szene Gastregie führen wollen, wo auch eine Band vorkommt und so. Und das ist aber noch nicht fix und so, aber schaut ganz gut aus und wir werden sehen. Sehr interessant. Die würdet ihr gemeinsam machen, die Gastregie? Das war so geplant eigentlich, aber wir reden schon länger mit denen. Aber jetzt die Miriam in London geht das nicht mehr. Okay. Und jetzt werde ich es mit einem anderen Freund zusammen machen. Und ja, schauen wir mal, wann das stattfinden wird. Aber wie funktioniert das bei euch zwei? Kann man sich das wie ein eingespieltes Duo vorstellen? Oder sind da wirklich
klar definierte Grenzen, was wer macht. Also es ist auch ihr altes Ehepaar, das sich da anstreitet und im Endeffekt. Ja. Also wir haben schon sehr, also vor allem am Anfang, gerade in der Konzeptionsphase, machen wir alles gemeinsam und dann werden die Bereiche schon ein bisschen aufgeteilt, aber es ist immer ein ganz enger gemeinsamer Absprache. Ja. Und das ist immer in der Waage, also wir haben es echt 50-50, wir arbeiten immer gleich viel. Und also das Konzept und so machen wir immer zusammen. Und dann macht halt jeder das, was er am besten kann. Mhm. Also ich spiele jetzt bei Galaxy, was halt so, also ich bin nicht so der Bastler und die Miriam kann sehr gut basteln. Und dann hat die Miriam halt die Puppe gemacht und so habe ich mich halt um andere Dinge gekümmert, die alles tun. Highlights halt und so ist halt immer gut überarbeitet. Jetzt ist es halt gerade so, weil ich in London bin, mache ich jetzt immer in meine 2-Jahre-Studium. Mhm. Und ja, und ich möchte halt auch halt neue Sachen ausprobieren. Und, eben auch mehr Richtung Realfilm gehen. Sehr spannend. Bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt, ob sie irgendwann mal wieder gemeinsam arbeitet oder die Wege hinführen. Ja. Wenn wir sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.